Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 2042. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, heute werden wir einfach mal eiskalt zwei Runden in Warfare zocken, also in den Zukunftsmodus, sage ich es einfach mal, um dort vielleicht auch ein bisschen was freizuschalten. Denn ich habe mich gerade erstmal so ein bisschen umgeschaut. Wir haben hier unten zum Beispiel Spielerkarten. Da können wir zum Beispiel diesen Titel Neue Knarre im Block ändern in Junges Blut. Und man sieht auch, was man braucht, um den nächsten freizuschalten. Aber da ja, warte ich noch ein bisschen mit, denn Junges Blut finde ich jetzt ein bisschen doof. Da bin ich lieber die neue Knarre im Block. Und ja, hat hier so einige Dinger, die man freischalten kann. Also hier sehen wir erstmal die Kategorien, ne? Allgemeines und blablabla. Wir haben Bilder. Da bin ich ja irgendwie so ein Boot gewesen. Da könnten wir tatsächlich mal ein neues nehmen. Einfach mal einen coolen Soldaten aktivieren, damit wir mal ein bisschen anders aussehen als so ein Boot. Und ja, da seht ihr schon, was man alles so erledigen kann. Hier gibt es auch noch Abzeichen, die es freizuschalten gilt. Also viel zu tun sozusagen. Und ja, bin gespannt, wie lange das alles dauert. Auf jeden Fall, in Warfare-Modus habe ich gerade erstmal ein bisschen geguckt. Ne, bei Sammlung können wir unsere Soldaten uns mal anschauen. Wir sehen auch noch ausgegraute Soldaten. Hier brauchen wir Stufe 25 für die Dame. Ist eine Aufklärerin und die haben halt spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel dieser hier. Der hat diese Hakenpistole, mögliche einzigartige Mobilität. Denke ich aber, können wir auch später auf die anderen umwalzen oder benutzen, denke ich mal. Kein Gadget. Trägt kein Gadget, passt. Hört sich nicht gut an. Gut, und die dürfen wir natürlich dann auch noch anpassen. Wir haben mehrere Skins dann zur Verfügung. Finde ich ganz cool. Und ja, das ist in Spiele heutzutage ja schon fast nicht mehr wegzudenken. Gut, das mal dazu, dass ich mich da mal ein bisschen bemüht habe. Wir machen natürlich Eroberung. Ich versuche einfach mal eine Runde. Es ist aktuell Sonntag, 9.26 Uhr bei mir. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Ein bisschen müde, aber es wird schon was werden. Und das eine oder andere Pünktchen zur nächsten Stufe wird kommen. Denn wir schalten hier Dinge frei mit Leveln. Das ist ja klar. Früher war das halt mit Waffen, aber jetzt scheinbar nur mit Leveln. Manifest. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht, oder? Oder waren wir schon mal Manifest? Ich weiß es gerade nicht. Aber egal. So, haben wir Nase pudern. So, gut. Die Runde. Wow, wie viele Tickets sind das denn? Wir nehmen jetzt erstmal den, den wir jetzt gerade haben. Springen rein und gucken einfach mal, was hier so passiert. Wow. Was ist das? Was passiert hier? Gas, Halon oder so? Schnell weg hier. Nicht, dass wir schon den Löffel abgeben und dass wir überhaupt einen Feindkontakt haben. Wow. Wow, ich sehe nichts mehr. Ein bisschen Schnupfen habe ich. Nervt ein bisschen. So, da sind unsere Truppen. Und wo sind die Gegner? Da. Ach, war ich wieder zu lahm. Ja, einfach mal. Ach, guck mal, da haben wir es freigeschaltet. Habe ich gerade gesehen. Der geliebte Sniper. Ja, ein bisschen Action machen wir aber gleich mit Sturmgewehren oder so. Das macht auch Spaß. Feindlicher Heli markiert. 040 Grad. 150 Meter entfernt. Also, ich weiß nicht. Guck mal, das schöne Auto hier. Ach, geht nicht. Schade. Bitte Lagezusammenfassung. Ich auch. Wir konnten gerade erst einige Sektoren erobern. Die US-Kräfte sind im Vorteil. Verfluchten Kräfte. Die Map ist auch wieder unübersichtlich, aber fehlt momentan nicht so schlimm. Ich will mich erstmal ein bisschen entspannen. Was ist das denn hier? Ach, wieder looten. Blödsinn. Looten kann man ja gar nicht. Hier oben. Die Gegner verteilen sich so extrem heftig in diesem Spiel. Ah, mal runter. Das ist schon nix. Gehen klassischerweise als Sniper auf einem Turm. Da ahnt ja keiner mit, dass da einen oben ein Sniper liegen kann. Scheiße, wie hoch ist denn der? Okay, wir sind oben. Schnell vorsichtig äugeln, denn ich denke auch andere Sniper gibt es hier gerade. Na.
nochmal durch den Rauch geschossen. Mutig. Feindliche Verbände kontrollieren gesamten Sektor Echo. Na, da ist er doch noch. Hä? Ey. Warum? Ist sie zu niedrig? Der ist doch schon tot, ne? Okay, es war wieder ein fast ein sicherer Kill, aber irgendwie ist verkackt. Spritzt das Blut. Der krabbelt da rum, ich sehe es doch. Bewegt sich doch der Halunke. Ist er doch auch, oder? Ja, Werfer zu hoch. Da ist er tot. Kein Assist. Ah, kann schießen, verdammt. Nimmt euch keiner das Fahrzeug, okay. Ach, erhöhte Position, perfekt für den Tibi. Mal kurz einen Positionswechsel, die wir gleich auf den Sack kriegen. So, der Kran fährt da rum, voll cool. Hubschrauber fliegt vorbei. Boah, ich bin gerade so müde, ich bin, aber es ist trotzdem wir egal. Haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Ich versuche denen noch ein bisschen Deckung zu geben. Wir haben zu hohe Verluste. Ach Quatsch. Boah, das ist aber echt ein Haufen Tickets. Okay, ich habe denen keine Deckung gegeben. Wo ist er hin? Da ist er noch. Ja, ist natürlich eine etwas große Entfernung für Deckung. Ja, Schuss und weg ist er. Aber gesund. Ja, Ober, du machst das, du schaffst das. Ich bin voller Hoffnung. Zur Verstärkung. Da oben. Ah, da hüpft er noch rum. Ja, man muss sein Glück versuchen, ne? Unsere Feinde kontrollieren Sektor Alpha. Oh. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Das kann doch nicht sein, dass ich ihn jetzt dreimal nicht getroffen habe. Jetzt, also müsste eigentlich alles voller Gegner sein, aber die Map ist so krass, dass man einfach nichts erkennt. Schon fast wie bei so einem Open World Multiplayer, ja? So, die kämpfen da fleißig und erobern. Hier läuft irgendwie gar keine Sau rum, da war einer. Also ich war mal besser als Sniper gefühlt, aber wie gesagt, man muss sich auch wieder einspielen neu. Und Pro-Gamer war ich eh nie. Ach, jetzt rennt er in den Container rein. Wo ist das Fahrzeug hin? Oh, das sind auch wirklich überall Spieler, ne? Wahnsinn! Das hat ja nur keiner gesehen, das wundert mich mehr. Wow, der ist gut gelandet. Wir haben Sektor Delta erobert. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Eine Handvoll. Ach. Also wegen sie anhitten. Nicht mal das schaffe ich. Die US-Truppen halten Stand, aber sie haben hohe Verluste. Ja, man kann die Scopes ja noch fleißig wechseln. Aber viel habe ich noch nicht freigeschaltet. Das ist das Problem. Ja, es gibt ja noch viele Munitionsarten, stärkere Munitionsarten. Aber dafür muss man mit der Klasse halt auch ein bisschen kämpfen, ne? Was, was, was? Schrauber, okay. Ziele gesichert. Sektor Charlie unter Kontrolle. So, da oben ist keiner mehr drauf. Oder war einer drauf? Wer sich sofort den Löffel abgeben? 150 mal hintereinander. Meine Munition ist eh gleich alle. Ach, scheiße, ich muss wieder nicht schießen. So, ich habe keine Munition mehr für den Sniper. Was habe ich denn auf der 3? Was ist das denn wieder für ein Scheiß? Fressende Granate! Was? Das war die Explosion, ich wollte schon sagen. Ey. Wir
so wackelig. Vielleicht sollte ich da die DPI an der Maus ein bisschen einstellen, damit man da nicht ganz so rappelig steuert. Aber das schnelle Steuern hilft ja natürlich, ne? So, was haben wir denn für nette Leute? Das ist der ältere Mann. Was hat der denn da? Achso, die Waffe können wir immer wechseln. Ist ja egal, welche. Halbautomatisch ist cool. Scharfschütze, das ist nicht so fein. Sturmgewehre, das ist das M5 Alpha 3. Pistole habe ich auch noch nichts freigeschaltet. Und hier gibt es nur ein Granätchen. Was haben wir hier? Panzerplatten. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Absetzen beim Squad. Komm. Komm, im Kampf. Geht nicht. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Das waren drei. Mein Dachsystem ist bereit. Sollte man ja auch mal nutzen. Verbündete Einheiten nähern sich Echo 2. So, wo wollen wir jetzt hin? Mal gucken hier. Wir haben ohne Scope ist AA. Granate! Werfe Granate! Oh, mein Geschütz arbeitet. Orden, das war da halt schon. Oh, hab noch geschossen. So, am Anfang will ich lieber ein bisschen auf den Fernkampf gehen, weil das. Da gewöhnt man sich besser dran, aber wir müssen natürlich auch mal hier ein bisschen was ändern und wechseln. Uns geht's relativ gut, ne? Fahrzeuge haben wir frei. Ein Hovercraft. Jeep. Flugzeuge fliegen ja irgendwie immer rum, die kriegst du ja nie. Aber wir können ja in den Panzer rein. Sektor Echo ist jetzt gesichert. Mach ich auch sehr gerne, aber das habe ich schon erwähnt. Wir haben jetzt Ziel Echo 1. Fast alle Sektoren sind unter unserer Kontrolle. Ich kenne den kaum wegen dieser Visierung. Der Hund, der ballert wie die Hölle. Weit in den Bäumen, mein Lieber. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Ich vergesse mal, den ein bisschen rundum zu sichern. Aber der bleibt doch unten stehen. Ich finde, die MGs machen relativ wenig Damage. Leider. Aber alles eine Frage der Ausbalancierung und wir sind ja noch in Early Access, also wer weiß, was da noch alles verändert wird, was so schwächer wird, was so stärker wird. Ziel Alpha 2 wird angegriffen. Wo will er hin jetzt? Durch den Berg fahren. Der will wirklich durch den Berg fahren. So. Ein Zeichen auch da drauf, was. Alter Panzerfahrer. Wo ist er echt? Oh doch, die Tickets gehen auch schnell runter. Sind auch viele Spieler, ne? Auch neu. Ich seh nix, seh nicht, ich seh keinen. Schutz. Ja, die Bewegung ist so gut. Wo denn? Ein Schwerfeuer. Den ist weg. Ah, fette Störung. Boah, krass. Ja, wir müssen verstanden. Boah, wie lange? Sehr schwer zu erkennen. Gute Arbeit. Wir haben fast alle Sektoren gesichert. Ein Präsent bei Bravo 2. Okay. Gehört ja uns jetzt, also ist ja egal. Wir haben keinen Gegner hier, oder? Stay back. Unsere
Unsere Truppenstärke hat sich halbiert. So, Sportlieder will ich nicht. Schaut mal aus. Langsam öde. US-Truppen haben Sektor Echo komplett übernommen. Für eine Waffe hatte. Richtig ist Ruhe bewahren. Ein Ziel wird belagert. Lass mich nicht im Stich. Ich glaube, da kommt was angefahren. Was ist vorbeigefahren? Panzi! Da ist er. Das ist doch nur ein Jeep, oder? Ein eigener war das, verdammt. So, Timmy guckt nicht auf der Map, habe ich gesehen in den Kommentaren. Doch, ich gucke auf die Map, aber ich kenne sie halt noch nicht so gut, ne? Befehl ignorieren! Wahrscheinlich nicht mal an. Da können wir Panzi besuchen, ist nicht gut. Da ist der Panzi. Kommando zurück! Das ist aber nur so eine Distanz. Achso, ich dachte, hier kann ich ein bisschen mitsteuern. Finde ich doch ein bisschen extrem. Befehl ignorieren! Sie haben Sektor Delta komplett eingenommen. Circa so, wenn er stehen bleibt. Ah, der wird treffen. Grob. Also knapp 300 Meter. Genau, mach den mal ein bisschen Damage, damit ich jetzt abkassiere. So viele Fahrzeuge wieder. Was? Sterben wir geschützt wieder da? Ist ja gar nichts da. Ja, damit. Flupp, das wär's gewesen. Mal ein kleiner Erfolg. Nein! Wir gehen die 1 einnehmen, da ist Gegner. Wollen wir auch ein paar Pünktchen machen, ne? Wow, das ist alles. Aber das macht natürlich kaum Schaden. Ich glaube, Lava dem Geschütz ist. Das Geschütz zielt wenigstens vernünftig. Das scheint sich aber auch irgendwann weg zu machen von alleine. Komm her, komm her, komm her. Gott. Hier ist schön hell. Ja, Assist. Zählt ja grob als Kill mit. Arsch gerettet. Ah, der hat einen Granatwerfer drauf. Okay. Langsames Nachladen. Ne, ich mach das schon. Oh, mein Geschütz arbeitet. Feindliche Verbände kontrollieren gesamten Sektor Echo. Andere Geschütz. Delta 1 an. Ach, der ist er. Schön markiert worden. Jawohl. Feind gesichtet wurde.
weiter hochziehen. Dann fahr hin, fahr hin. Boah, den habe ich aber mal erledigt. Da ist dann aber auch nichts mehr mit Wiederbelebung. Doch, ich will mal einen Jet haben, ey. Ich krieg nichts hier, ne? Was bist du? Oh, das ist eine Aufklärung. Schön petzen. Gibt's ja gar nicht, so verpetzt zu werden, ne? Hab ich noch einen anderen Sitzplatz? Neues Ziel, Alpha 2. Angriff einleiten. Ich kläre auf. Und spiele. Feindliche Kampfverbände haben Sektor Alpha erobert. Ziel erledigt. Ich kann nicht mehr viel AP gehabt. Wir haben nicht mehr viele Reserven. Scheiße, scheiße. Unsere Kräfte attackieren Alpha 2. Warum trifft er mich denn? Achso, das war. Wir waren auf unseren Angriff nicht vorbereitet. Haltet eure Sektoren. Aber ich habe trotzdem was geschafft. Heute gehe ich ab am Fußgefühl. Ja, kommt sich keiner retten. Tickets, oh oh. Gehen echt schnell runter, ey. Hätte ich nicht gedacht, das wäre so eine übelst lange Runde. Ich habe vielleicht noch ein Fahrzeug abkassiert am Ende. Panzer. Noch müssen wir alle Klassen hier pushen. Schon, dass ich gleich beim Minen fahre. Okay, das werde ich. Nur mutig sein. Keine Angst. Da läuft doch ein Siegepanzer, oder? Komplett eingenommen. Ach, schade. Der Sieg ist unser, No-Pads. Ja, fertig gemacht. Eine Kills ist 11. Nicht schlecht. Aber nur eine schlappe Eroberung. Sagenhaft. Bitte. Das ist zu einfach. Ich habe nie daran gezweifelt. 43 Assists als Sniper, ne? Ernst? Matchbelohnung 5000. Was? Erstes Match des Tages war das doch. Ja, egal. So. Ah, guck mal, da kommen langsam Striche dazu. Ja, endlich. Weil die Dienstgrade sehen echt scheußlich aus. Dann wurde das befördert. Mal schauen, wo wir jetzt landen. Okay, Belohnung freigeschaltet. Das ist eine Visierung. Ein Bohr ist selten nach Nachteinsätze. Ich weiß nicht, das ist ein Aussehen. Und C5 Sprengstoff, nicht C4, C5. Jetzt machen wir ernst. Ich kann mich dafür keine Klasse entscheiden. Was sieht doch völlig gleich aus. Kaum Unterschied. Aber hier, das sieht ja schon ein bisschen krasser aus. Boah. Kopfbedeckung ist auch noch. Und Messer. Dass er das alles erstmal raus hat. Steht da ganz cool.
Sanduhr. Die kennen wir zwar schon, aber die spielen wir natürlich nochmal gerne. Du bist Truppführer. Okay, das war ich noch nie. Immer schön Befehle geben. Was heißt das denn da unten? Die neue Knarre im Block. Ich werde denen zeigen, was es heißt, sich mit uns anzulegen. Ich bin zwar schon 60, aber das spielt keine Rolle. Boah, das ist mir lange, bis so eine Runde startet, aber die Map war geil. Die Stadt Doha wurde wegen starker Sandstürme evakuiert. Allerdings haben wir wichtige Aktivposten im Gebiet, die wir sichern müssen. Wir holen sie raus, aber wir brauchen euch an jeder markierten Position zur Verteidigung gegen amerikanische Aggressoren. Ich gerade einen Jet bekommen habe. Einsatzkommandos werden euch unterstützen. Das wird natürlich nach hinten losgehen. Erster Jetflug. Schon. 1300 Tickets, Wahnsinn. Aber die gehen wirklich schnell weg bei, ja, wie viele Spieler? 120 war das? Und das ist wirklich ultra, die Grafik, ne? Scheiß mit der Hose. Das ist voll geil. Du bist nicht mehr im Einsatzgebiet. Teil deaktiviert. Sie haben Sektor Delta komplett eingenommen. Boah, komm ich hoch. Boah, die Strömung. Ein durchs Raketchen. Boah, man sieht die anderen Flieger sehr gut, muss ich sagen. Ah, dauert das lange, bis er anvisiert. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Hinten, der Hubschrauber. Da draußen nützt du uns nichts. Komm gefälligst zurück. Ja, ja, die eine Hundertstel Sekunde reicht aus. Abwurf ist bereit. Echo 1 ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Erobert. Ich hab mal was versucht. Nix getroffen auf dem Dach, ne? Gar nichts. Eines unserer Ziele steht unter. Oh! Da war noch ein Flügel. Hallo, ich wollte euch mal Hallo sagen. So. Ich bin ja halt ein Fahrzeugfan, was soll ich sagen? In so Spielen ist das einfach geil. Aber das wären natürlich so schön epische Schüsse. Gegner neutralisiert. Das war Luck. Das war einfach nur Luck. US-Truppen kontrollieren Sektor Alpha. Da hüpfen da oben schön auf E1 rum. Da will man gar nicht weggehen, weil sie ständig runtergucken, aber. Jetzt haben sie Angst, weil der Supi-Sniper da ist. Snipe hier erwischt. Guck, wie schnell der zweimal hintereinander getroffen hat. So schnell lädt meine Waffe gar nicht nach. Keine Hilfe erforderlich. Sieht doch nicht so aus, als ob irgendwo Hilfe existiert. Sieht aber nicht gut für uns aus, muss ich mal sagen. Also wir gehen mal kurz auf eine
stärkere Klasse. Obwohl, das ist eigentlich Wumme, welche Klasse man nimmt, ne? Man muss halt nur das Gewehr wechseln. Der ist im Kampf. Ich würde aber gerne zu ihm, zur Unterstützung. Oh, geil. Update sofort. US-Kräfte sind im Vorteil. Wir müssen rasch mehr Ziele sichern. Nicht mal so schön auf X. Unsere Kräfte attackieren Alpha 2. Wir haben Sektor Bravo erobert. Und das Wort, ich gebe gar keine Befehle, ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Unsere Truppen haben ein Ziel verloren. Steht der Jet da oder was? Ist da keiner drin, oder? Ignoriert das! Komm, halt ihn an. Ist doch keine 80 Kilometer weit weg. Nur sehr hoch, glaube ich. Na, das war eine schöne Aussicht. Zurück. Komm. Wir können Versorgung schicken. Alter, der ist doch nicht weit weg. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Da geben wir uns das mal Mühe. Ja, so machen wir zurück. Wow, wow, sorry. Wir verlieren Ressourcen. Au. Alter, wie schnell war die Rakete denn am Start? Ja, wie sieht überhaupt nichts an? Keine Gegenmaßnahmen mehr. Also die Gegner haben doch scheinbar leicht einen zu erfassen, weil sie da Level höher sind. Bei mir dauert das eine Woche, bis ich da einen doofen Gegner erwische. Sektor Charlie wurde gesichert. Bisschen lame in so ein Ding. Ah, Leute. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich war so im Vorteil. Ich war sowas von im Vorteil. Ich brauche keine Hilfe. Och, da kam gerade einer. Scheiße. Ich nicht wegmachen müssen. Aber hier seht ihr, das dauert mal ein bisschen Respawn-Zeit. Okay, so gut sieht es bei uns nicht aus. Was machen die da oben auf dem Dach? Okay. Hier so schön zentral. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin soll, da. Das Dach ist so ein immens wichtiges Ziel für die Spieler. Kommando zurück! Ich denke, ich habe ein Scope vergessen. Habe ich aber nicht. Ich muss es nur auswählen. Ja,
Gegner markieren. Also, wir werden zu wenig markiert. Ne? Also, das ist so eine schöne Funktion, die man hier halt hat. Ne? Das Markieren. Das passiert leider zu selten. Sektor Delta ist jetzt vollständig gesichert. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Da kommen wir wohl nicht mehr hin. So. 500 Meter weit weg wird der angezeigt. Dein verletzter Kollege. Ich geh einfach mal durch die Wüste. Echo 2 ist unser Ziel. Angriff auf Echo 2. Achso, ich glaube, ich habe meinen Squad-Leader-Posten verloren, oder? Wo renne ich überhaupt hin? Wir dürfen dieses Ziel nicht übernehmen. Viel Glück, Trupp. E2. Verteidigt das Ziel da. Okay, verteidigt das, Ziel verloren. Wir müssen es wieder unter Kontrolle bringen. Das ist auch sehr weitläufig gar nichts hier, ne? Also, das sieht so aus wie ein Open-World-Spiel, wir was scheiße haben die ist. Kontrolle über Sektor Echo. Sie verlieren viele Ressourcen, aber wir müssen sie weiter schwächen. Erobert das Ziel dort. Ungewohnt, weil die sind blau. Wenn ihr uns braucht. Komm ich doch gar nicht mehr hin. Ja, babalab, tot. Oh ne, ich muss wieder 18 mal treffen. Nee. Bleib zurück, lass mich liegen! Lass mich liegen, wahrhaftig. Rechter Truppführer. Sektor Delta wurde von feindlichen Kampfverbänden eingenommen. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Ziel gesichert. Gerade voller Gegner. Ich habe einen erledigt. Kein Scheiß mehr, okay? Alter. Ich bin. Ey, Hitte, Hitte, Hitte. Und der macht einmal. Und ich bin schon wieder tot. Hier ändert sich wieder gar nichts in keinem Battlefield bei mir. Bleib zurück! Ich brauche keine Hilfe! Löschen die einfach wieder mit links aus, alle. Nee, das war doch schon mal blöd. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Daneben. Aua. Ah. Kondor. Das sollte meiner werden. Komm nicht zu mir! Echo, nein, jetzt soll ich so laut schreien. Bleib zurück, lass mich liegen! Das ist irgendwie die Stimme von Rick Grimes. E2 war doch das auf dem Dach, ne? Oh Gott. Wie gut haben wir mit dem Sniper? Wir haben schwere Verluste. Truppenstärke halbiert. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Ein Ziel wird belagert. Panzer. Wow. Da siehst du sein Köpfchen und kannst dich aufschießen. Verteidigt das Ziel da! Aktualisiere taktischen Status. So, erstmal kontrollieren. Und warten. Eines unserer Ziele ist verloren. E1 ist richtig voll gewesen. Sie haben die Kontrolle über ein Ziel übernommen. Warum ist der jetzt mit der Klasse als schlechtesten, als Snapper schlechter? Kommando zurück! Ich springe echt da runter, ne? Attackieren jetzt Echo 1! Auf der Hochhubschrauber. Ja, meine erste Flugeinheit heute. Okay, danke.
Wer hat den sich geguckt? Der hat sich den bestellt. Bei Otto? Das ist schon fast kaputt. Gerade frisch bestellt und schon wieder kaputt. Kassier denn jetzt mit dem Angriff auf Echo 3. Boah, das ist ja auch so krass, ey. Stören! Boah, ich hab alles gegeben, ey. Du machst ja gar keinen. Der Hubschrauber, der hat doch nicht so viel Panzerung, ey, der Witzker. Kommt der voll gegen den Panzer an? Ich hab schon gesehen, gerade Kampfjet über mir geflogen, gegnerischer. Wunderschönen Lackshots. Siehst du das? Komische Ansicht. Oh, ein Bug. Kein Dings mehr. Keine Optik. Wenn ich zoome. Einmal rein, raus. Ja, geht. Komplett übernommen. Oh, bringt das Fahrzeug in Ordnung. Was war das? Ich kann nicht viel machen gerade. Ich hab meinen Panzer tot gemacht. Oh, und der Apache ist wieder da. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Kommando zurück! Was das? Zwei Beine kann man auch noch aktivieren. Leg dich doch hin! Steck dich in den Busch. Keiner sieht dich. Er sieht mich. Ah, ich wollte nochmal mit diesem Panzerfaust innen drauf schießen. Die Idee hätte mir auch eher einkommen. Man denkt, man ist Sniper, ja? Man ist aber kein Sniper. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Bleibt weg! Bleibt weg! Okay, wir sind richtig am Arsch. Ach, Transport, wisst ihr was? Wir fliegen mal zum Dach. Da kommt der Sandsturm auch wieder. Hasswaffen, aber nur als Gunner oder so, nicht als Flieger. Tolle Optiken haben wir hier. Stellt natürlich keine Sau ein, jetzt ist klar. Suizidaler rufen. Plan. Kann ich aussteigen. Und das kann E drücken. Feindliche Kräfte bei 50%. Ey, ich hab einen gemessert. Mein erster Messerkill. Mein erster Messerkill. Ach du Scheiße.
siehst doch gar nichts. Versorgungspaket verfügbar. Sichert das Ziel! Danke, Patschi. Das bringt ja nichts, ne? Also ich kann... Mann, ey. Kommt wieder zu nix hier. Oh, der Aufzug. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Ignoriert das! Ich hab gesagt, wie soll ich das ignorieren? 400 Meter, ey. Boah. Das ist natürlich abgehauen. Aber Treffer. Ja, die Runde ist nicht so gut. Ich glaube, es gibt Maps, da werden die besser zurechtkommen als bei anderen, aber so ist das schon immer gewesen bei Battlefield, ne? Verbündete Einheiten nähern sich Echo 2. Gegenmacht. Was? Ein Sektor Schuss? Alpha ist jetzt unter Feindkontrolle. Na gut, ich hab die Wand gerammt, glaube ich. Ach, das ist ja immer. Was mit ihm? Achso, der ist ein Wirbelsturm. Ziel Echo 1 ist verloren. Verbündete Kräfte unterwegs zu Alpha 1. Werde ich jetzt. Kein Dach. Was? Wir haben Sektor Bravo eingenommen. Keine Aussicht. Mir stört da der Sturm, würde ich so mal grob sagen. Zieht mir jetzt auf. Oh Mann. Zieht an mir vorbei. Erobert das Ziel doch! Wir überwachen eure Fortschritte. Boah, zappelt das hier alles. Aber kein Wunder bei so einem Sturm. Alpha 2 an. Da läuft doch keine Socke rum. Da. Das sind unsere Lebensstärkungen. Aufgeben. Gute Idee ist hier beim Sturm. Nee, war nicht. Leben beenden. Ihr könnt sie jederzeit anfordern. Hilfe! Scheiße. Ja, wo soll man denn da rauskommen? Schade. Beginnt mit der Evakuierung der No-Pair-Truppen. Es hat keinen Sinn zu bleiben. Es hat keinen Sinn zu bleiben. Aber waren geile zwei Runden, mir echt wieder gefallen. Schlecht, aber ich will nicht angeben. Wer die Macht hat? Manchmal läuft's einfach, was? Nahkampfgrill. Einer! Das war mein erster. Wenig Punkte, ey, boah. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ihr könnt euch wünschen in den Kommentaren, was wir machen. Ich würde auch gerne noch einen Squad bilden auf Discord und mal gucken, wie das dann wird. Bis dann!